2 Jahre Easy Apotheke Burghausen. Wir schauen auf Ihre Gesundheit. Noch eine Frage? Die Überraschung zur Weihnachtszeit. Die Stallweihnacht im Meuerhof in Aschau am Inn. Noch bis 13. Januar 2024. Oberhalb von Burghausen thront die längste Burg der Welt. Und auch in diesem Jahr findet in diesem einmaligen Ambiente die Burghauser Burgweihnacht statt. Ja, erst einmal ein riesiger Weihnachtsmarkt, das ist ja auch nicht. Das ist, sagen wir mal, ist ein kleiner und feiner Weihnachtsmarkt. Und wir spielen natürlich mit dem Ambiente, das machen wir schon seit 2009, weil so lange gibt es den Weihnachtsmarkt schon. Wir haben da zwischenzeitlich ein bisschen erweitert, sind auf den Waffenplatz rausgezogen, weil der Zuspruch eben zu groß war. Und damit die Leute ungefährdet den Weihnachtsmarkt oder den Adventsmarkt genießen können, sind wir auf dem Waffenplatz ausgewichen. Da finden wir jetzt Essen und Getränkestände. Und wir freuen uns schon sehr bei aller Arbeit, die wir im Vorfeld leisten müssen, freuen wir uns auf das tolle Event am kommenden Wochenende. Hier in der Hauptburg, da findet ein ganz vielfältiges Programm statt, unter anderem auch Programmteile für Kinder. Ja, wir haben natürlich auch, wir denken an die Kinder. Wenn die Eltern einkaufen gehen sollen, dann müssen wir natürlich irgendwas für die Kinder bieten, damit die ein bisschen abgelenkt sind. Und das Warten aufs Christkind ist ja nicht mehr so weit hin dann. Und ich denke mal, wir haben mit den beiden Protagonisten wirklich tolle gewonnen, die für ein tolles Kinderprogramm zaubern. Ich denke mal, es wird schön. Aber nicht nur das Kinderprogramm wird ganz besonders, nein, auch der musikalische Rahmen ist in diesem Jahr noch mal ausgesuchter, als wir es gewohnt sind. Es ist ausgesuchter, das ist richtig, aber bei uns ist es so auf der Burgweihnacht, es gibt bei uns nur Live-Musik und wenn es keine Live-Musik gibt, dann ist es eben still. Wir mögen es nicht, wenn aus jedem Zelt ein anderes Weihnachts-Jingle erklingt oder sowas, das mag ich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Und es gibt ein wunderschönes Live-Programm, die nicht nur im Innenhof der Hauptburg spielen, sondern auch draußen am Waffenplatz. Wir haben verschiedene Bläsergruppen, wir haben Chöre da, wir haben Alpenbläser da, wo manche sagen, die passen nicht auf Burghausen, weil es ja etwas bergig ist. Aber ich finde, der Ton da herin in der Hauptburg mit den Alpenbläsern, das ist schon was Besonderes, das sollte man sich eigentlich mal anhören. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach mal an den wunderschönen Zeltständen vorbei, hinaus auf den Waffenplatz und schauen uns dort um, wie der ganze Waffenplatz auch vorbereitet ist. Denn der Weihnachtsmarkt auf der Burg, die Burgweihnacht, das ist das eine. Aber die Vorbereitung, da sind die Mitarbeiter ja schon seit über locker einer Woche beschäftigt. Ja, das dürfen Sie laut sagen. Eigentlich seit 2 bis 3 Wochen sind wir beschäftigt. Allein auf der Wiese, auf die wir jetzt dann gleich rausgehen, liegen 60 Kubikmeter Hackschnitzel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das ist eine richtige Menge und die liegen jetzt drauf, damit die Leute gut gehen können, nicht ausrutschen, einen schönen Untergrund haben. Aber das Schlechte an dem Ganzen ist, sie müssen auch wieder weg von dieser Wiese, weil wenn die länger liegen, geht der Rasen drunter kaputt und wir brauchen den ja im kommenden Jahr wieder. Also nach dem Weihnachtsmarkt müssen wir die ganzen 60 Kubikmeter wieder aufnehmen. Jetzt stehen wir hier direkt vor der Hauptburg in einem tollen Ambiente. Um uns herum sind ganz viele tolle historische Zelte aufgebaut. Was wird denn hier stattfinden? Was verbirgt sich dann in diesen Zelten? In diesen Zelten gibt es alles, was der Magen begehrt. Nicht das Herz, sondern der Magen. Hier gibt es hauptsächlich Essen und Trinken. Wir haben nämlich die Stände aus der Hauptburg rausgeschafft, bei denen die Verweildauer, so heißt es, in der Behördensprache länger ist. Und das sind halt nur mal die Stände, wo es Essen und Trinken gibt. Hier gibt es einen Glühwein, hier gibt es die Bratwurst, hier gibt es irgendwas rund um die Kartoffel, hier gibt es vegane Wraps, hier gibt es Crepes, hier gibt es Maroni, hier gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Hier gibt es eine Feuerzangenbowle, den obligatorischen Glühwein. Es gibt natürlich auch was Kaltes zu trinken. Der Müllerbrei ist da und bringt seine Sachen mit rund um das Bier. Also der schenkt nicht aus, aber er hat ja viele, viele Sachen, die mit Bier zu tun haben. Biermandeln, Bierbrot, was weiß ich. Alle diese Dinge, die finden Sie hier auf dem Waffenplatz. Und hier kommt ein großer Tisch hin, hier kommen dann auch noch Feuerschalen hin. Und wenn man jetzt ein Geruchsfernsehen hätte, dann könnte es riechen. Es riecht irgendwie ein bisschen nach Wald, weil hier liegen die ganzen Hackschnitzel so nach Holz. Ich finde, das ist ein schöner Duft da. Und wenn dann der Glühwein- und Bratwurstduft dazukommt, dann wird es auch fast weihnachtlich. Die Öffnungszeiten sind Freitag von 15 bis 21 Uhr und Samstag und Sonntag von 13 bis 21 Uhr.
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2 Euro. Besuchen auch Sie die Burghauser Burgweihnacht ab Freitag, den 15. Dezember um 15 Uhr, bis dann am Sonntagabend, den 17. Dezember um 21 Uhr. 2 Jahre Easy Apotheke Burghausen. Wir schauen auf Ihre Gesundheit. Noch eine Frage? Die Überraschung zur Weihnachtszeit. Die Stallweihnacht im Meuerhof in Aschau am Inn. Noch bis 13. Januar 2024.